Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Ihrem Miknaufs Daily am heutigen Börsenmontag. Ja, auch letzte Woche ist es ordentlich runtergegangen und das nicht nur national, sondern international. Ja, wenn wir mal überlegen, dass alleine 85% der weltweit tätigen Notenbanken mittlerweile Zinsstraffungen im Maßnahmenkatalog haben, um gegen die Inflation vorzugehen, um gegebenenfalls eine Rezession natürlich auszuschließen. Ja, da muss man sich natürlich auch nicht wundern, dass dann halt eben auch die Aktienmärkte unter Druck geraten. Vor allen Dingen das Tempo, die Vehemenz, der Tatendrang der jeweiligen Notenbankchefs, wie zum Beispiel Jerome Powell in den Vereinigten Staaten, der scheint dabei tatsächlich die Anleger ein bisschen überrannt zu haben. Ein scheint so zu sein, dass man aktuell tatsächlich mit einem solchen Tempo und halt eben mit einem solchen Drang nach Zinserhöhungen nicht an den Märkten gerechnet hatte. Das alles hat natürlich dann auch mal wieder dazu geführt, dass wir letzte Woche ordentlich Druck auf die Märkte und natürlich dementsprechend auch auf Einzelaktien hatten. Da ging es also wirklich massiv runter. Alleine der DAX mit einem Minus von 1,9% am letzten Freitag, 12.284 Punkte nur noch, Wochenverlust von immerhin 3,2%. Das tut dann tatsächlich natürlich schon weh. Und wenn wir mal auf das Jahr jetzt schauen zu diesem Zeitpunkt, da haben wir alleine 23% Minus zu verbuchen. Ja, und auch beim MDAX sah es nicht wesentlich freundlicher aus. Der schloss dementsprechend dann bei 22.541 Punkte, auch ein Minus von 3,1%. Ja, jetzt fragen sich viele, wie geht's denn dann beim DAX weiter? Ja, wir haben ja jetzt schon einige Jahrestiefs natürlich unterschritten, wie bei der Marke von 12.390. Heißt also jetzt, nach dem letzten Freitag, dürfte vielleicht die Marke von 12.000 Punkten tatsächlich mal wieder in Reichweite gelangen. Ja, und wenn wir die dementsprechend nicht halten können, dann könnte es auch durchaus nochmal weiter runtergehen bis auf 11.540. Werden wir abwarten müssen. Aber die Gemengelage und die Nachrichtenlage bedeuten ja aktuell nichts Gutes. Und auch in den Vereinigten Staaten sah es halt eben nicht freundlich aus. Ich meine, die haben ja aktuell schon Zinsen von 3 bis 3,25%, aber auch der Dow Jones mit 1,67% im Minus auf nur noch 29.602. Also der Dow hat mittlerweile seine Marke von 30.000 Punkten auch verlassen. Ja, beim Nasdaq sah es nicht wesentlich besser aus. 11.321, der Nasdaq 100 und der S&P 500 bei 3.698 Punkten, also auch ein Minus von 1,6%. Und im Vergleich auch beim Dow Jones sieht die Jahresperformance überhaupt nicht gut aus. Aktuell minus 19%, also auch hier eine Negativperformance. Ja, und wir sehen sie auch immer wieder oder immer weiter jetzt halt eben bei Einzelunternehmen, nicht nur das, was ich letzte Woche beschrieben habe, dass FedEx, der große Logistikkonzern aus den Vereinigten Staaten, mit einer Gewinnwarnung aufwarten musste, die Gesamtjahresprognose kassiert hat. Das ist kein Einzelfall mehr. Auch wenn wir hier in Deutschland mal reinschauen, der Gabelstaplerhersteller Kion, Softwareanbieter SUSE, Batteriehersteller Warta oder wie letzte Woche der Finanzdienstleister Hypoport. Alle mussten sie die avisierten Jahresziele zurücknehmen und dementsprechend ihre Gesamtjahresprognosen eindampfen. Das sind natürlich alles keine guten Zeichen. Schauen wir dementsprechend mal auf diese Woche. Ja gut, wir haben auch keine Quartalsberichtssaison. Wir haben ein bisschen was im Kalender, aber nicht allzu viel. Wir haben heutigen Montag der IFO-Geschäftsklimaindex, am Mittwoch dann das GfK-Verbrauchervertrauen und dann bekommen wir noch Jahreszahlen von KWS Saat und Verbio Hornbach mit dem Halbjahresbericht. Sicherlich Highlight der Woche sollte dann am Donnerstag stattfinden. Dann haben wir nämlich den Börsengang, den IPO, die Erstnotiz der Porsche AG. Ja, die Aktien waren ja schon nach kurzer Zeit mehr oder minder schon alle verkauft. Also wir an der Börse
also sagen, die Aktie war überzeichnet, heißt also mehr Nachfrage ist eigentlich Aktien dementsprechend da waren. Also das dürfte, wenn er denn nicht doch noch kurzfristig abgesagt wird, aber danach schaut es ja aktuell nicht aus, sicherlich ein Highlight an der Börse sein. Werden wir mal schauen, wohin tatsächlich der Kurs dann läuft. Ja, zudem haben wir natürlich immer noch den Blick auf die Ukraine und Russland. Klar, das Thema Teilmobilmachung hat die Märkte natürlich auch nochmal nervöser gemacht. Und wir müssen schauen auf das Wahlergebnis von gestern. Gestern ja Wahlen in Italien, sogenannte Parlamentswahlen. Und da könnte es durchaus so sein, dass, wie gesagt, hier dann halt eben ein bisschen mehr Rechtsdruck in Italien in Zukunft die Politik bestimmen wird. Ob das dann allerdings Auswirkungen auf die Börse hat, da dürfen wir noch Fragezeichen hintermachen. Aber wie gesagt, wir müssen dieses Thema auf jeden Fall klar als Europäer natürlich im Auge behalten. Und das war es auch schon wieder von meiner Seite aus. Ich werde weiterhin für Sie dann berichten. Am nächsten Mittwoch, also in 2 Tagen, bin ich dann wieder für Sie da, um mal ein bisschen aufzudröseln, was denn eventuell mit dem IFO war und was halt eben einige Zahlen dann doch noch zu bedeuten haben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute und eine erfolgreiche Handelswoche.